auf dem roten Teppich bleiben. Wenn man schon einem Star verflucht ähnlich sieht, dann sollte man mal so richtig auf die Pauke hauen und sich das zunutze machen. Sich auf dem roten Teppich unter die Stars mischen, so tun, als sei man nicht geneigt, den Reportern Auskunft zu geben, nur widerwillig auf ihre Zurufe reagieren und hoffen, dass der echte Star noch etwas auf sich warten lässt. Ich will hier erst meine Show abziehen. Inszenierte Verwechslung und das vor dem Dolby Theatre in Hollywood, wo gleich die Oscars verliehen werden. Ich bin immerhin nominiert als bester Hauptdarsteller, entsprechend ist die Aufmerksamkeit. Ich trage ein Smoking und genieße die Bewunderung. Man könnte sich ja jederzeit so eine Oscar-Statuette kaufen, aber es wäre eine Nachbildung, ein Abklatsch, ein Replikat. Eventuell sogar wertvoller als das Original, dieser Ritter, dessen Rüstung nur aus einer dünnen Goldhaut besteht und dessen Herstellungskosten sich auf lediglich $400 belaufen. Aber er läuft ja auch nicht, stützt sich auf sein Schwert und hat ein Podest aus 5 Filmrollen zur Verfügung. Eigentlich eine minimalistische Körpersprache, untypisch für ein Schauspielervorbild. Heiß begehrt, jeder will ihn in den Händen halten und auch mich reizt es, meine Fassade aufrechtzuerhalten, bis ich meine Dankesrede halten kann. Aber das Original wird kommen. Ich habe keine Berechtigung, es ist Anmaßung und gerade dadurch wundervoll. Sind wir nicht alle billige Kopien der Stars? Ihnen eifern wir nach, sie, die Marklosen, die ein besonderes Arrangement mit Fortuna ausgehandelt haben, die bevorzugt, die von Fotografen umkreist werden, so wie Geier es zu tun pflegen, wenn es was zu holen gibt. Das war schon immer der Reiz der Oscarverleihungen. Die Stars treten aus der Leinwand heraus, sie, die in unterschiedlichen Filmen wie in Käfigen gehalten wurden, sind nun versammelt in einer gemeinsamen Arena. Ich hätte eine Dankesrede parat. Eine besonders beharrliche Reporterin will wissen, welche Gewinnchancen ich mir ausrechne. Ich lasse mich überraschen. Du weißt ja, wie das ist. Eben noch ein Star, im nächsten Augenblick trampeln die Zeitgeister über dich hinweg, wie bei einer Stampede. Die Zeit jagt sich selbst, aufgeschreckt durch Banalitäten. Sie schaut mich groß an. Sie hatte mit einer simpleren Antwort gerechnet. Das bringt sie vorerst aus dem Konzept. Sie wollte gewiss eine Allerweltsfrage nachschieben, die fliegt vorerst eine Warteschleife. Sie deutet auf meine burgunderrote Fliege. Gewagtes Accessoire. Man sollte als Schauspieler mehr wagen. Hollywood schwört auf Erfolgsmodelle und fährt gerade dadurch den Karren an die Wand. Was räumt denn die meisten Oscars ab? Das Einmalige, Unwiederholbare, die Kombination aus Wagnis, Lust im Spiel und einem Pioniergeist. Ich habe gut reden. Ich fliege gleich hochkantig raus. Also die Zeit nutzen fürs Dozieren. Die Kamera läuft. Noch nie wurde ich mit so viel Aufmerksamkeit bedacht. Life is life. Alles in Echtzeit. Ich laufe nicht mehr nebenher. Seltsam. Erst als Double fühle ich mich kongruent mit meinem wahren Ich. Die Verleihung wird in 225 Länder übertragen, der Nabel der Welt. Ich drehe den Spieß um und befrage sie. Hollywood betreibt Nabelschau. Soll man das gutheißen? Alles dreht sich nur um Prestige. Glamour, der Welt weismachen, dass Filme eine Bereicherung sind. Lebensmodelle, in die man hineinschlüpfen kann. Sollte nicht jeder ein Unikat sein und kein Klon eines Stars? Oha, ich bewege mich auf sehr dünnem Eis. Da bricht doch gleich die Wahrheit hervor. Ich vergesse auch, mich an dem Star zu orientieren, imitiere ihn kaum noch. Mein Ich verselbstständigt sich, bricht hervor. Liegt vermutlich an der Kamera. Ich bin zu eitel, will als Ich selber agieren. Das fliegt doch auf. Aber sie nickt bei meinen Worten. Zustimmung ist gut. Komme mir vor wie Aschenputtel, die Uhr tickt. Um Mitternacht ist der Zauber vorbei, nur dass hier jede Minute Mitternacht sein kann. Und kein Prinz würde mich suchen kommen, um mir ein Schüchchen zur Anprobe hinzuhalten. Das doppelte Lottchen auf dem roten Teppich. Oder der doppelte Lothar. Ich merke, dass sie mir eine Frage gestellt hat. Muss mich konzentrieren, mir von meiner Angst nicht die Show stehlen lassen. Freunde der Not gehen 100 auf ein Lot. Wieso fallen mir keine ermutigerenden Sprichwörter ein? Was Aufputschendes? Kennst du aufputschende Sprichwörter, frage ich sie und unterbreche damit ihren Redeschwall, der momentan ohnehin keinen Sinn macht, da ich ihr nicht zugehört habe. Sie scheint das von anderen Stars gewohnt zu sein, dass man über sie hinweggeht. Ohne Umschweife schwenkt sie ein auf mein Fragegebiet. The winner takes it all.
Wie wichtig ist Gewinnen für dich? Dabei sein ist alles. Und das möglichst lange, ohne aufzufliegen. Ich sollte jetzt einen Satz dazu sagen, wie schön es ist, nominiert zu sein, aber mich reitet gerade der Teufel. Was nützt die schönste Nominierung, wenn ein anderer den Oscar in den Händen hält? Dieser Zinnsoldat, wusstest du, dass er aus Britannia-Metall ist? Hauptsächlich Zinn und dazu Antimon und Kupfer. Er bringt 3,9 Kilogramm auf die Waage. Frech wie Oscar, das wäre eine schöne Lebensdevise. Ich klinge ja wie ein Fetischist. Nicht Tanz um das goldene Kalb, sondern Tanz um den goldenen Oscar. Je näher ich ihm komme, umso begieriger werde ich. Wie der Hobbit, der sich in Saurons Machtbereich schwer tut, seine Moral aufrechtzuerhalten. Eine Figur, sie zu knechten, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ich denke dann im Kinosaal, das Dunkel als Szenario und vermeintliche Erleuchtung vor Augen zu führen. Sie stöhnt auf. Nicht noch so ein Nerd, der vom Herrn der Ringe besessen ist. Sie kann ihren Missmut nicht unterdrücken. Auf ihrem Namensschild steht Bianca. Ich habe ein neues Ziel, Bianca zu einem Date zu überreden. Auch wenn ihr zu dem Zeitpunkt dann klar sein dürfte, dass ich ein Hochstapler bin. Wir nehmen gemeinsam die Roben der weiblichen Stars in Augenschein. Sie macht mich eilfertig auf besonders gelungene Kreationen aufmerksam, vermutlich um mich von dem unleidlichen Herr-der-Ringe-Thema abzubringen. Das wirkt bei Frauen wohl ähnlich wie das Schuhthema bei Männern. Sehr allergieverdächtig. Der Runway, wenn das Leben zum Laufsteg wird, wenn bis auf die Fingernägel herangezoomt wird, wenn an den Augenbrauen die Handschrift des Stylisten erkannt wird, ja, das ist Hollywood. Sie schaut mich erstaunt an. Wahrscheinlich wundert sie meine kritische Einstellung, da ich doch Teil des Zirkuses bin. Sich detailverliebt stylen, das kann schon zur Manie werden. Man will nicht bei irgendwelchen Modesünden ertappt werden und keiner ist sich sicher, was bereits als Sünde gilt und was das Gebot der Innovationsfreudigkeit einem abverlangt. Modeikone darf sich alles leisten, aber den Mut haben, sich dazu aufzuschwingen, die Meute hinter sich zu lassen und stilprägend zu sein, das fordert den inneren Star. Da genügt es nicht, ein Star in der Welt zu sein. Die Seele muss trunken sein von dem Gefühl, ein Star zu sein, leuchtendes Vorbild, wenn es denn jemanden verlangt, diesem leuchtenden Beispiel zu folgen. Ein weiblicher Star gesellt sich zu uns, scheint, dass meine kleine Rede Eindruck macht. Sie stimmt mir zu. An sich ist es schon sehr lästig, der Beauty-Göttin ununterbrochen huldigen zu müssen. Kleider für 100.000 Dollar, Juwelen behangen, da bist der schönste Schmuck doch ein Lächeln. Sie hat recht, ihr Lächeln stiehlt ihren Juwelen die Show. Ich mache mit ihr und der Reporterin mehrere Selfies, diesen Moment festhalten. Schade, dass es nur noch die Jugend ins Kino zieht, prämiert werden aber Filme für die Älteren, die Schere öffnet sich immer weiter. In der Jury sollten Jugendliche sitzen, werfe ich mal so in die Runde. Revolutionäres Gedankengut, meint die Reporterin. Da ich weit ihre Aufmerksamkeit habe, rede ich von dem Highlight-Feeling, was einen durchströmt, wenn man den Oscar in den Händen hält, wie ein glücklicher Vater. Ein Leben sollte highlightreich sein, philosophiere ich und gehe ganz in meine Rolle als Hochstapler auf. Viele würden ja wer weiß was darum geben, auf Tuchfühlung mit den vielen Stars zu sein, sich als einer der ihren zu fühlen, den roten Teppich unter den Füßen, eine Bühne, wo sich die Eitelkeit austoben kann. Ich schaue mich um. Ich habe noch immer kein Tabu verletzt. Die sind aber hart im Nehmen. Ganz im Gegenteil, man scheint diese Abweichung vom üblichen Smalltalk als wohltuend zu empfinden. Jetzt gehe ich in die Vollen. Agamemnon hatte noch Skrupel, auf den von seiner Frau Klytämnestra ausgelegten roten Teppich zu gehen. Furcht vor den Göttern hielt ihn zurück. Moderne Menschen haben keine Probleme, in den God-Mode zu switchen. Ganz im Gegenteil, es wird zuweilen verlangt. Ein Star hat gottähnliche Qualitäten vorzuweisen, zur Not helfen die Designer und Maskenbildner nach. Ich wette, selbst ein As-Leisure-Stil hier auf dem roten Teppich wäre für einen richtigen Star kein Problem. Eine Herausforderung, As-Leisure, der athletische Freizeitlook, zusammengesetzt aus Athletic und Leisure und das hier im Modetempel, eine Entweihung. Hier wird dem Gott der Eleganz gehuldigt. Sweatshirts und Sneaker, selbst aus Designerhänden, dargereicht, da würde der rote Teppich rot sehen, das ist mit ihm nicht zu machen. Er verlangt nach Korrektheit, er will Würde. Er zieht sie aus uns heraus, ein Monstrum. Ich gebe dem roten Teppich einen Tritt. Einige folgen meinem Beispiel. Führe ich gerade neue Sitten ein, neue Rituale?
Ich lobe den anderen Look von Bianca, der Reporterin. Hat was Frisches. Sie meint, sie hat Stunden an ihrer Frisur gesessen. Was bitte sei daran anderen? Sie sagt das in sehr scharfem Ton. Sehr unschön das Ganze. Na, die Selfies habe ich. Ich könnte mich vom Acker machen. Mehr gibt es hier wohl nicht zu ernten. Wenn mein Schwindel auffliegt, möchte ich nicht unbedingt anwesend sein. Als Star ist man auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, so wie früher der Adel, den Abstand zu wahren. Man bemüht sich um Perfektion. Der Oscar wäre dann der Ritterschlag, aufgenommen in die Liga der Bedeutsamen. Dabei freut man sich, wenn man für andere bedeutsam ist, von Belang ist für Freunde und Verwandte. Das muss im Normalfall genügen. Aber der Star hat es mit einem weitaus größeren Bereich zu tun. Er ist im Firmament der Menschheit und strahlt noch lange nach, auch wenn seine irdische Existenz erloschen ist. Ich bekomme dafür etwas Applaus. Der rote Teppich ist ein Sonderbereich. Ein wenig ist es wie im Zoo. Man wird bestaunt wie eine Spezies aus Fernlanden. Man möchte einmal der Umjubelte sein, auch wenn es nur Fake ist. Es ist wie eine Aufnahme ins Himmelreich. Sich selber vormachen, dass man Perfektionsstatus erreicht hat, ein Oscar könnte es bestätigen. Alles, was hier geschieht, geht in die Geschichte ein. Es wird dokumentiert, akribisch aufgezeichnet, es wird kommentiert, man steht im Brennpunkt des Interesses. Man ist nicht länger Komparse im eigenen Film, man ist wirklich der Protagonist, hat Verfügungsgewalt, hat und ist Hoheit. Sie erkundigen sich, ob das aus einem neuen Film von mir ist. Ein Film über die Oscars? Ich stelle mich wie Oscar hin. Man selber wird zu Oscar, dem goldenen Ritter. Er hat ja was vom Silver Surfer, sich selbst genügend, der nächste Planet, nicht mit dem Surfboard erreichbar, sondern mit den Filmrollen, auf denen er steht. Fantasie schreibt einem die nötigen Drehbücher. Das ist doch mal eine schöne Abwechslung zu den üblichen Fragen nach meiner Garderobe, meint ein anderer weiblicher Star, sie hat ihr Flanieren auf dem roten Teppich unterbrochen. Da dies erst die Aufwärmphase ist, würde ich natürlich gerne bei der Verleihung dabei sein, aber durch das Portal, dafür reicht meine Befugnis nicht. Ich schlendere von dannen, komme mir vor wie ein Cowboy, der in den Sonnenuntergang reitet. Kein Oscar in der Satteltasche. Manche Preise muss man sich selber verleihen.